Herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Zock-Session Tag 3. Heute mit BitTrip, beziehungsweise BitTrip Complete für die Wii. Und ja, ein Spielchen aus der Collection fehlt noch, und zwar Flux. Das werden wir uns jetzt ansehen. Wir einen Nunchuck entfernen. Ja. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Es ist im Grunde fast das gleiche wie BitTrip Beat, nur nochmal eine Nummer härter. Und das liegt nicht nur daran, dass es jetzt spiegelverkehrt ist und jetzt die Kugeln, die man abwehren muss, von links kommen. Nein, diesmal reicht es nicht allein, Kugeln zurückzuschleudern, sondern man muss auch welchen ausweichen. Das werdet ihr gleich sehen. Hier nochmal wieder eine kleine Zwischensequenz zur Story. Fate endet leider damit, dass Captain Video das Zeitliche segnet. Und deshalb spielt Flux quasi nur noch da im Jenseits, und es geht nur noch darum, dass wie seine Seele im Jenseits verschwindet. Hier sieht er, wie er sich von seinen Freunden verabschiedet. Ja. Und auch hier ist es so ähnlich wie bei Runner. Es gibt kein Game Over. Stattdessen... Ah, verdammt, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Wird nach jeder Phase ein Checkpoint gesetzt, an den man zurückgesetzt wird. Na, den Bonus habe ich bekommen, aber... Wenn etwas schief läuft. Stemme ich gerade echt nicht gut an, mal wieder. Okay, das war einfach, da musste ich nichts machen. Ja, und diesmal ist es tatsächlich so, dass sich die Instrumente verändern. Und eine Stufe aufsteigt da. Stage 2. Diese eher blasseren Punkte, die mir entgegenkommen. Oh Gott. Ja, jetzt seht ihr, wie ein Reset funktioniert. Ich werde zurückgeschickt an den Punkt, an dem die Stufe startet, auch punkttechnisch. Aber sagen wollte, diese blassen Punkte, die ihr hier ab und zu seht, sind
Bonuspunkte, die man nicht unbedingt holen muss. Leider verwirrt das Ganze zusätzlich. Oh Gott. Ja. Ihr seht. Ich stelle mich gerade nicht gut an. Ich glaube, ich sollte es auch danach. Also beim nächsten Reset sollte ich es echt lassen. Das ist nicht schön hier. Es ist echt nicht einfach hier gleichzeitig zu sprechen und zu spielen. Und das Spiel sowieso nicht. Also es ist echt... Gerät man schon in Panik, weil sie so nah dran kommen. Da hat man noch Zeit. Man sollte erst sicher warten, bis man das Ding zurückgeschleudert hat. Aha! Nee, sorry. Sorry, sorry, sorry. Nee. Das Spiel macht mich fertig. Das war jetzt etwas kürzer. Egal. Seht es als Zusatz. Das war der Tag 2 der Zock-Session schon. Morgen kann ich euch schon mal ankündigen, wird es ein weiteres schönes Spielchen geben, das nicht so viele wahrscheinlich kennen. Soll ich es jetzt schon verraten? Na, ihr seht es spätestens dann. Morgen, wie gesagt, morgen zum letzten Tag der Zock-Session 2012. Bis dann. Tschüss.